macht die nicht. Und hier darf ich Sie heute im Namen der Stadt Schweinfurt und des Bürgervereins Deutschhof recht herzlich begrüßen. Besonderen Gruß möchte ich unserem OB abstatten, der heuer zum ersten Mal hier ist, nachdem die Frau Griese etwa 8 Mal hier war. Der Herr Remmele ist das erste Mal, ich denke, er wird auch noch einige Male kommen müssen. Liebe Gäste von auswärts, es ist wunderschön, wenn man hier hochläuft und aus allen Himmelsrichtungen strömen die Menschen hier auf diesen Platz, in diesen wunderbaren Wildpark. Ich möchte Sie ebenfalls alle sehr, sehr herzlich willkommen heißen, euch natürlich, liebe Kinder und liebe Mitwirkende. Es wurden schon einige genannt. Herr Hergenröther hat natürlich in Bescheidenheit sich selbst nicht gedankt, das ist klar, das möchte ich übernehmen. Mein Dank geht natürlich an den Bürgerverein Deutschhof, der hier wieder mit unterstützt. Mein Dank, das darf ich auch mal sagen, geht auch an meine Mitarbeiter, die hier diesen Wildpark unterhalten. Und hierfür steht eigentlich eine Person federführend, das ist Herr Leier, der sich auch in der ihm eigenen Bescheidenheit in letzte Reihe gestellt hat, aber er ist so groß, dass Sie ihn gleichwohl noch sehen können. Man könnte sagen, keine Feier ohne Leier. Ist das richtig? Herzlichen Dank an Ihr Team, lieber Herr Leier, dass Sie uns diesen Wildpark in dieser Weise hier präsentieren, denn er lebt davon, dass ihn die Stadt unterhält, aber all die Attraktionen hier kommen durch Sponsoren zusammen und Herr Leier sorgt dafür, dass wir hier immer wieder Sponsoren rekrutieren können und immer wieder alle Jahre eine neue Attraktion schaffen. Die Zeltesschüler sind schon genannt worden, erstmals hier unter uns. Backen Sie und verkaufen Ihr Gebäck für eine neue Einrichtung, den Eulenkäfig. Nicht unerwähnt möchte ich lassen den Posaunenchor, der in Schweinfurt eine jahrzehntelange Tradition hat. Heute, wie mir gesagt wurde, in der Urlaubsbesetzung hier ist. Sie können ihn aber in großer Besetzung, wie seit 1949, glaube ich, üblich am 24.12. auf dem Marktplatz erleben. Ich begrüße Sie sehr herzlich stellvertretend Herrn Schwab als Leiter und sage, vergelt's Gott für Ihren Einsatz. Warum ist Lasse der Elf nur so beliebt? Wo ist doch so viel andere Tiere gibt. Denn eigentlich macht er doch den ganzen Tag gar nichts Besonderes und drum ist die Frage, warum finden dich bloß alle Leute so klasse? Lasse! Warum? Weil ich so lässig bin, weil ich so lässig bin. Bin ich Lasse der Elch und alle wollen mich sehen. Weil ich so lässig bin, weil ich so lässig bin. Sing ich immer zu nur mal
mein Leben, das geht so. Na 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 na. Heute möchte die Familie beständig nochmals eine Spende an unseren Oberbürgermeister für den Uhu Euliver überreichen. Sie haben es vielleicht mitbekommen, wir hatten ja an strategisch günstigen Punkten diverse hübsche Frauen postiert mit Eulen, Oliver-Zetteln. Und wer mag, darf sich da gerne einbringen. Wir nehmen gerne Geld, bin ich ehrlich, aber wir geben auch aus dem Herzen zurück. Das heißt, jeder, der ein E- oder ein Ersatzvokaler wird, bekommt ein Oliver-Sagt-Danke-Zertifikat. Und im Jahre 2012 eröffnen wir dann die Anlage mit dem Namen der Eule fest. Jetzt vielen Dank noch einmal, euch noch allen ganz viel Spaß heute und ja, genießt es einfach hier. Es ist was Einmaliges. Dankeschön. Ja, liebe Eheleute, beständig, dass mein dezenter Aufruf zum Spenden jetzt so schnell in Erfüllung gegangen ist, habe ich natürlich nicht geahnt. Ich habe spontan noch ein Sträußchen gepflückt und sage ganz, ganz herzlichen Dank. Sie gehören zu den langjährigen Sponsoren dieses Wildparkes. Vielen Dank im Namen der Stadt Schweinfurt. Wir freuen uns bereits auf Ihren 35. Geburtstag. Thank you.